the crazy dream. Fighting.
Sometimes they had words, but don't you dare forget how lovely life can be. Großartig, wenn ihr bei mir so laut seid, was macht ihr denn mit Frank? Dann kriegen wir Ärger mit der Nachbarschaft. Mir wurde gesagt, ich darf ja alles machen auf der Bühne, ich darf nur kein langsames Lied spielen. Und jetzt spiele ich ein langsames Lied. Und der Song heißt Springtime. Thank you.
drei Wochen durch Deutschland und ich bin von Hamburg nach Berlin gefahren. Und weil ich noch nicht so lange in Hamburg wohne, hatte ich keine Ahnung, wie lange ich brauche. Ich wusste nur, ich muss um 18 Uhr in Berlin sein. Deswegen bin ich vorher um 9:30 morgens weggefahren. Ich war dann auch rechtzeitig da. Das ist das Gute an der Geschichte. Das Schlechte an der Geschichte war, die Venue, wo ich spielen sollte, die Bar hatte noch nicht offen. Und da habe ich mich in eine andere gesetzt und ich habe das Lied hier geschrieben. Der Song heißt Home. Ich habe
Im Mai hat Frank im Knus gespielt in Hamburg. Und ich habe für ein paar Freunde, weil sie es unbedingt wollten, in der Schlange Gitarre gespielt. Einfach um die Zeit, Wartezeit ein bisschen zu vertreiben. Und irgendwann kam Frank plötzlich raus und hat mitgespielt. Und ich hätte beinahe die Gitarre fallen lassen. Und es ist gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil die war teuer. Ich weiß nicht, ob das gut versichert ist. Jedenfalls kam er nach der Show zu mir und ich wollte mich eigentlich nur bedanken, dass er mitgespielt hat, weil das war für mich das Größte überhaupt. Und er sagt, ja, kein Problem, gerne. Und schreib mir mal eine Mail, wir machen aber zusammen. Ja, ja. Betrunkener Rockstar verspricht Dinge. Das ist genau das, was man nicht glauben sollte, hat Mama gesagt. Und ich habe ihm trotzdem eine Mail geschrieben und er hat zurückgeschrieben. Und ein paar Wochen später bekam ich E-Mail von seinem Management, dass er sich gewünscht hatte, dass ich auf der Deutschlandtour supporte. Und gestern in Berlin erzählt und nachher kam am Merchstand kamen, ich glaube, 12 Leute und die sagten, das ist doch nicht dein Ernst. Doch, das ist tatsächlich mein voller Ernst und die Geschichte stimmt wirklich. Bitte? Ja? Weiß ich, kommt jetzt alles noch. Nur Geduld. Ich muss doch die halbe Stunde irgendwie vollkriegen, Mann. Und für mich hier zu sein, ist das Allergrößte der Welt. Mit euch macht es noch viel mehr Spaß. Mein Name ist John Erlen, ich bin hier aus Hamburg. Wem es gefallen hat, ich spiele am 19. September, das ist Donnerstag, nächsten Donnerstag, beim St. Pauli Folk Festival. Ansonsten bin ich relativ häufig hier in Hamburg auch unterwegs, in kleinen Clubs und so weiter. Vielleicht einfach mal irgendwie auf die Website oder so gucken. Würde mich freuen, den einen oder anderen wiederzusehen. Für diejenigen, die nicht genug von mir kriegen können, es gibt CDs, es gibt sogar T-Shirts. Ein echter Rockstar braucht T-Shirts, habe ich beschlossen. Also habe ich T-Shirts gemacht. Ich bin nachher am Support-Merch sozusagen, würde mich freuen. Vielleicht können wir ein bisschen quatschen und uns rumhängen. Und das ist mein letzter Song für heute Abend. Vielen, vielen Dank fürs Frühkommen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß mit Lucia und Frank Turner.